So, grüße euch, vielen Dank für eure Anfragen. Heute nochmal das knapp 100 Quadratmeter Haus. Da zeige ich euch nochmal einige Details, damit ihr auf jeden Fall sich vorstellen könnt, worum es hier geht. Bleibt also dran. So, viele von euch fragen, Pitch, kann man auch andere Häuser bauen? Ja, selbstverständlich. Aber ist in Deutschland oder grundsätzlich in Westeuropa ist so, dass sie im Prinzip ja, das Haus vorgegeben bekommen. Also, Hans baut das und das Haus oder du kannst 1, 2, 3 Hausmöglichkeiten und das waren. Und individuelle Planung, die wir anbieten, die kostet richtig Geld. Ich kann euch einige Beispiele nennen. Bei uns funktioniert es auch andersrum. Das heißt, ihr zeichnet, wir bauen und geben euch sowohl das Grundstück als auch das schlüsselfertige Haus mit Hausanschlüssen, mit allen sämtlichen Kosten zur Verfügung. Gar kein Problem, ich zeige euch einige Details. Bleibt dran. So, also fangen wir hier von der Zaunseite aus. Also Maschendrahtzaun hier mit Naturstein. Unten Mauerwerk mit Naturstein verkleidet. Es wird gerade schön sauber gemacht. Da könnt ihr euch an die schöne Terrasse schon mal erinnern. So, jetzt sieht es, glaube ich, besser aus. Da sind mittlerweile schon die Eingangstüre eingebaut und auch das Fenster. Also Standardmaße ist, wie ich erwähnt habe, 1,60 auf 1,10. Aber es sind natürlich möglich individuelle Fenster. So, fangt mal wieder vom Dach. Das sieht hier ähnlich wie auch bei anderen Häusern. Holz offen und dahinter sieht im Prinzip der Anschluss für den Ventilator. Hier unten sieht man Steckdose oder die Vorbereitung für die Steckdose. Hier rechts seht ihr die Eingangstüre. Okay, die ist ja keine Standardeingangstüre. Drumherum der Zementrahmen wird dann natürlich entgestrichen. Die Eingangstüre als Standard ist 99, also knapp Meter lang. Und diese hier ist 1,50 breit. Aber der Unterschied ist nicht so entscheidend, meine preislich. Genauso wie die Türen könnt ihr natürlich auch die Griffe hier selbst wählen. Also das sind wirklich kleine Unterschiede. Und wenn ihr nicht gerade sich für eine goldene Sache entscheidet, gibt es da also wirklich kaum Preisunterschiede. So, hier könnt ihr natürlich die Kolumnen sehen von der Terrasse. So, ich hoffe, man kann es gut erkennen. So, wo wir schon dabei sind, da könnt ihr ja den Ausblick sehen. Also hier haben wir noch einige Grundstücke frei. Hinter seht ihr das kleine Wäldchen. Und dahinter kann man schon
in die Weite schauen. So, denke ich mir, funktioniert das. So, also noch Teile von Steintisch, die eingebaut werden. Nachher wird alles sauber gemacht. So, ein kleiner Wachhund ist auch da. So, und da machen wir auch Gehwege drumherum, damit man natürlich auch... So, jetzt kann man, glaube ich, besser erkennen, also aus Naturstein. Hier die Standardfenster, dahinter die Terrasse. Und hier sieht man noch, dass wir noch am Arbeiten sind. Hier rechts von mir seht ihr den Quincho, also den Grillbereich. So genau mit dem gleichen Walmdach wie das Haus. So, da kann man hier den Boden, also auch Kundenwunsch, Steinboden haben sich gewünscht. Und hier die Verkleidung von den Säulen, also aus Naturstein. Und hier ein Dachstuhl nochmal. Und dahinter kommt die Außenküche, also an die feste Wand. Es wird auch eine tolle Lösung geben. Hier wird noch gerade ein zusätzlicher Quincho gebaut. So, sieht auch sehr schön aus. Richtig Natur, pur. Mit Natursteinen, ja, in der Mitte auch andere Steine. Das wird alles höher gelegt, dahinter die Terrasse, der Grillbereich und da hinten links mit dem Fenster könnt ihr auch das eigentliche Haus sehen. So, hier nochmal ganz kurz die Hausnebeneingangstüre. Ich sage mal, okay, ist etwas mit Schatten, aber ich hoffe, das könnt ihr gut sehen. So, und zum Schluss nochmal hier, wir sind gerade am Arbeiten und machen den Swimmingpool fertig. Es hat etwas geregnet, aber man sieht es auch mit Jacuzzi hinten und mit den Treppen. Das ist wirklich ein toller Pool, wie ich schon erwähnt habe, 4 Meter auf 8 Meter lang. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sehe euch kaum, aber falls ihr an solchen Häusern oder auch euren Wunschhäuser Interesse habt, einfach anrufen. Ich gebe euch unten sowohl die WhatsApp-Adresse als auch Telegram, als auch Telefonnummer und nicht vergessen die E-Mail. Aber vor allem schreibt auch eure Fragen, da wir immer mehr Anfragen haben, einfach unter in den Kommentaren und ich werde sämtliche Fragen auf jeden Fall beantworten. Von daher bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, teilt das Video und vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Also bis zum nächsten Video, mach's gut, ciao, ciao.